So, ladies and gentlemen, the Grinning Black is back. Ja, wieder mit einem der Jungs unterwegs. Mit meinem Kumpel, dem Daniel. Wenn ihr es hört, Junge, wird richtig abkotzen, als ich ihn genannt habe. Der guckt meine Videos nicht. Ja, wir fahren jetzt nach Hilden zu Meckes. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken with a Pizza. So, ist gut jetzt. Und... Oh, Alter, schwede. Und... Dann geht es nach Solingen. Nein, mal nicht zum Biker-Treff. Es geht dann zum... Wie heißt es? Zu seinem Händler. Der hat irgendwie Probefahrten, Honda und... Ach, was ist das alles? Ja. Sunday! Ja, ich habe überlegt, ob ich ihn als Thumbnail nehme, aber er guckt immer so böse. Er hat extra das Visier runter, damit man ihn nicht sieht. Ja, und dann geht es nach Solingen noch ins Hubraum. Also in Solingen geht es noch zum Hubi, denke ich mal. Und dann nach Lüschen? Ein Polo Store in Lüschen, glaube ich, heißt das Nest. Oder Lüschen? Ich habe keine Ahnung, ich merke mir das nie. Und ja, dann mal sehen, ne? Und dann mal sehen. Da werde ich dann wohl den Probefahren meines Helmes, also nicht meines Helmes, sondern des Helmes, den ich mir vielleicht aussuche. Für die, die es interessiert, ich verrate es mal, ist der HJC RVST. Soll ein Touring-Helm sein. Hat aber auch so eine sportliche Komponente. Den werde ich mir dann wahrscheinlich, wenn der wirklich so weit passt, alles drum und dran, ich sage, top, der ist es, in der Knuckle-Version holen. Das heißt mal nicht matt-schwarz, sondern wirklich mal ein bisschen Farbe in meine Motorrad, in mein Motorrad-Outfit bringen. Dann hat der so eine Streifen an der Seite, so eine Glitzer-Dinger hier, nicht Glitzer, wie heißt denn das? Nein, so foliert, gelb-grün ist das. Sieht aber ganz geil aus, finde ich persönlich. Weil der ist, sonst ist er auch matt, ne? Ist eine matte Folierung, eine Lackierung, Folierung. Und dann ist gut. Grün! Ja, oh, hier für die geilen Soundfans. Ja, meine ist schon warm, weil ich schon 15 Kilometer oder so gefahren bin zu ihm hin. Wir waren eigentlich um 9 verabredet. Ist jetzt 8:06 Uhr. Ne? Die Zeitreiseuhr ein bisschen umgedreht. Mann, nee, die Uhr geht falsche Stunde. Müsst ihr noch euch vordenken wegen Bumszeit und leck mich am Arsch hier. Ihr wisst schon, war ja Zeitumstellung, aber mein Motorrad ist noch in der Vergangenheit. Ja. Das war's auch schon wieder. Ach ja, nee, warte mal, ja nicht. Ich muss euch einfach zuschwallen. Was auch noch kommt, ist, werde heute, weil wir ja noch mit anderen fahren und die ja wieder wahrscheinlich hier wieder, so wie ich verstanden habe, hier Bergisches Land, was weiß ich denn hier, Kurven, werde ich dann auch hinterher schleichen und in die Kurven eiern und werde das dann natürlich auch noch aufnehmen, damit ich da wieder ein schönes Musikvideo draus machen kann. Ich muss mich ja langsam mal daran üben, ein paar Musikvideos zu machen. Nicht, weil mir das Vloggen keinen Spaß macht, aber ich finde einfach mal, Musikvideos ist auch mal entspannt, du hast ein bisschen mehr zu tun. Weil ich bin ja sonst recht schneidfaul und da muss ich mal ein bisschen was tun. Boah, das ist hier super. Oh, Alter. Was ist denn hier für eine Scheiße auf dem Boden? Ekelhaft. Ja, die Cam unten. Ich hoffe, es hat euch in dem Video gefallen, was ich heute hochgeladen habe. Wenn ihr dieses Video seht, das ist wahrscheinlich schon gestern oder vorgestern. Weiß es nicht, muss gucken, wann ich das schaffe, weil ich weiß nicht, wie lange wir heute hier fahren und wie lange ich fahre, wie lange ich Lust habe.
keine Ahnung, wie es lang geht. Ich könnte es hier aussehen mit so einem richtiger Koordinationskrüppel. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ihr könnt jetzt abhauen hier mit, weiß ich nicht was. Ich würde hier nicht nach Hause finden. Na, jetzt vielleicht schon, weil ich muss einfach nur rückwärts wieder zurückfahren. Guck mir einfach mein Video immer an, redet dann rückwärts, dann wisst ihr, ah, okay, da muss ich jetzt lang. Nee, aber echt, ich bin in der Hinsicht, bin ich echt bescheiden. Also da habe ich echt keine Ahnung. Es ist ein Wunder, dass ich nach Hause finde. Aber das hat ja auch, obwohl zur Arbeit ging eigentlich recht schnell. Zur Arbeit habe ich, glaube ich, einmal das Navi, glaube ich, nur gebraucht. Wo ich hingefahren bin. Dann das zweite Mal noch als Kontrolle und danach wusste ich, wo ich hingeht. Oh, Blitzerfoto. Ja. Wäre jetzt natürlich scheiße gewesen, wenn das Ding ausgelöst hätte. Oh. So Leute, in diesem Sinne sage ich jetzt Peace out. Ich wünsche euch was. Jedes Mal beim Biker-Treff bist, die kenne ich ja schon. Ne? Also letztens mit dem Besitzer davon.